Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's in Apokalypse City. So, wir haben einiges an Kohle gescheffelt, denn wir haben 17.000 plus. Eigentlich sehr, sehr geil. Wir können jetzt endlich die U-Bahn bauen. Und ich bin sehr gespannt, ob irgendwann... Oh Mist, die AA läuft zurück. Ob wir jetzt den nächsten Tsunami erwarten können und gucken, ob unsere Mauer das standhält und wo sich das Wasser hier durchmogelt und vor allen Dingen, wie viel da durchgeht. Theoretisch kann man natürlich machen, sobald man hört, der Tsunami kommt, macht man hier nochmal dicht oder whatever und guckt einfach, was passiert. Ich bin sowieso gespannt, wie das abgeleitet wird. So, jetzt aber folgendes. U-Bahn, habe ich gesagt. Und U-Bahn bauen wir jetzt auch mal. Wir haben gerade die Stadt so, dass wirklich von allem gewünscht wird. Haben plus 11.000 Einwohner. 14.000 wäre eigentlich ganz geil, um dann letztendlich die anderen Sachen zu haben, die es halt gibt. Und U-Bahn bauen wir jetzt mal ganz kurz hier. Da. Die Frage, wo bauen wir die denn überall hin? Die ist ja auch laut, ne? Dann kann man die eigentlich hier so an der dicken Stadt bauen. An der dicken Straße bauen. Dahin, dann kann man so fahren. Ich überlege mir jetzt gerade schon einen Weg, den die erste U-Bahn fährt. By the way. Und damit wir wissen, wo die lang fährt. Dann da. Hier ist natürlich nicht so gut, weil da relativ wohnviertelnah ist. Hier an der Ecke ist ganz cool. Also so. Dann geht's weiter. Einmal hier, glaube ich, an der fetten Kreuzung. Und vor allen Dingen hier in der fetten Stadt. Wobei hier jetzt Wohngebiete sind, ne? Dann machen wir hier an der fetten Kreuzung. Nee, warte, die Kreuzung bleibt ja wahrscheinlich nicht. Machen wir an der fetten Straße. So, dann dadurch und dann geht's erstmal hier wieder raus. Geht dann zur Uni. Ja, Uni ist gut. Alter, ist unser Gebiet schon gewachsen eigentlich, ne? Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht so. Auf den ersten Blick so dachte ich so, oh, ist ja alles chillig. Und dann geht zurück hier so in den Bahnhof rein und ja, dann haben wir doch alles. Für die erste U-Bahn eigentlich ganz geil. Genau, die U-Bahn müssen wir nochmal eben activaten. Zack. Und dann machen wir die U-Bahn nochmal hier an. U-Bahn an dem anderen Ding. Na, warte mal, können wir doch das nehmen, das ist doch viel cooler. Wie man, Alter. Was ist denn da dran? Geht das nicht, oder was? Ah, ungültige Form, ich dachte schon, ein bisschen teuer, Kollege. So. Alter. Kann ich aber so machen? Oh, geht ja auch, lol. Ja, die Kurvenform ist auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Da mache ich dann lieber doch manuell. Achtung. Das kann ich ja mittlerweile, ne? Hier so ein bisschen U-Bahn setzen, da bin ich Profi drin. Wieder mehr Kreissystem. Wahrscheinlich haben wir jetzt erstmal nur ein... Ja klar, haben wir jetzt erstmal nur einen Kreis. Aber ich würde ganz gerne dann auch mal vielleicht in der nächsten Stadt... Also da wollte ich sowieso... Wenn wir jetzt nochmal eine Stadt bauen, wollte ich sowieso wahrscheinlich... nicht so viel experimentieren mit den Verkehrsmitteln, weil die meisten kann man nicht im Plusbereich fahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dass wir dann quasi vielleicht nur U-Bahn haben und dann noch ein alternatives für Leute, die keine U-Bahn mögen. So. Jetzt brauchen wir noch eine Strecke. So. Guck mal, da freuen sich ja alle. Geil. Hier glaube ich auch. Ja, ja, alles gut. So, andere Richtung. Ich bin echt gespannt, wie wir damit fahren, ne? Einfach mal zu gucken, was läuft in unserer U-Bahn und was nicht. Und das nächste Ding, was ich bauen wollte, ist auch ein paar dicke... Wie nennen wir die? Bunker und vor allen Dingen auch das Metroiden-Warnsystem. So. An der Stelle gehen wir jetzt her und machen hier nochmal ein bisschen, wie heißt das? Oh, warte mal, wir können die hohen Häuser mal machen. Boah, das wäre aber jetzt hier krass an der Stelle, glaube ich. Aber kann man ja mal machen. So. Und vor allen Dingen, wenn hier die U-Bahn ist, möchte ich ganz gerne auch, dass hier ein Weg ist. Alter. Der war mega straight. Und hier auch. Warum? Weil wir es können. So, Weg ist durch. Und da sollte auch hier im Moment Strom sein und dann geht's auch wieder.
So, das sieht aber echt schön aus. Eigentlich müsste ich davon viel mehr Bäume machen, damit das ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Auch wenn wir auf Metroiden warten, sollte das Ganze auch ein bisschen schöner aussehen. Wahrscheinlich, oder auf nicht auf Metroiden, sondern auf Katastrophen warten. Wahrscheinlich wartet echt so ein Metroid, bis wir hier fertig sind. Und dann sagt er sich so, alles klar, jetzt geht ab. Und dann fliegt er so da rein und alles kaputt. Soweit die Theorie. So, ich mach mal ganz kurz schnell. Und guck mal ganz kurz rein, wie viele Leute bedient werden in der U-Bahn. Da haben wir so zwei Linien. Geil, ein Passagier. Ah, ich sehe schon. Geht aber schon hoch. Und das sagt uns, wir brauchen hier mehr Wagen. Dann wird 10 Fahrzeuge und hier werden wir... Ja, hier reichen die eigentlich noch. Ich mach mal auf 8. Wird jetzt auf jeden Fall massiv schnell nach oben gehen. So, wie viel kommen durch den Bahnhof rein? 55 Leute, okay. Ist in Ordnung, das ist ja nur ein Bahnhof, kostet fast nichts. Wir können mal ganz kurz gucken in die Übersicht, was uns Nahverkehr kostet. Nah- und Fernverkehr. Genau, das ist einmal Zug, das ist der Bahnhof. Bisschen ein paar Einnahmen und das ist die U-Bahn. Die macht natürlich noch mega Minus, aber die Leute kommen und benutzen die und dann geht's nachher, glaube ich. Oh, ich sehe gerade. Ich habe hier auf 12 vergessen. 12 ist eigentlich gut. 13 fangen die an zu meckern. So, Metroidenradar. Haben wir, glaube ich, hier an der Stelle. Genau, Tsunami-Warnboje, Erdbebensensor und das Weltraumradar. Boah, will ich aber ganz gerne hier oben irgendwo... Oh, was ist das denn hier oben? Mit so einem Wanderweg nach oben. Das ist ja doch cool, oder? So, warte mal. Kriegen wir das hin? Ich mach mal auf 1, damit auch was passiert hier in der Stadt. Wo ist eh kurios. Manchmal kommt ein nach dem anderen... Ach, Straßendienste waren hier, ne? Hatte ich voll nicht gecheckt. Die Straßenmeisterei. Damit kann man... Also damit werden die Straßen quasi geupgradet und die Autos können schneller da entlangfahren drauf. Kleines Versorgungsgebäude. Und die graden quasi die Straßen ab. Mautstation haben wir. Da könnten wir jetzt eventuell mal eine große Mautstation machen hier vorne. So, was wollt ihr machen? Genau, wir wollten den Weg nach oben bauen. Am besten noch einen Kiesweg oder so. Zur Weltraumstation. Zum Weltraumradar. Machen wir das nochmal aus. Ich will keine Brücke, Mann. Das ist echt schwer. Aber der Berg ist auch mega stark. Oh, oh, der Berg ist ja mal... Wie soll man denn da hochfahren, ey? Astrologers report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. WTF, da kommt der erste Asteroid runter. Und ich sag noch so, wir warten da drauf her. Ja, genau. Oh Mann. Warte, bevor der landet, hätte ich ganz gern trotzdem noch was gebügelt hier an der Stelle. Aber ich hätte ganz gerne hier irgendwo unser Weltraumradar. Also, ist natürlich geil, dass jetzt gerade auch der Metroid kommt. Finde ich gut. Aber kann man natürlich nicht wissen. So, der erste Plateau hier oben. Den Rest gleichen wir mal ein bisschen an. So, eigentlich geht das. Und dann machen wir ganz kurz mal die Straße hier weg. Wie blöd das jetzt aussah. Überall, wo ich gewartet habe, war so eine kleine... Ja, ist ja egal. Das sah echt blöd aus. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Design. So, da oben kommt jetzt das Weltraumradar hin. Ich weiß gar nicht, ob es das nachträglich noch irgendwas bringt irgendwie. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die sagen jetzt, oh, ist doch egal. Und dann kommt der Asteroid und alles ist kaputt. So, warte mal. Wir hatten ja die wunderschöne Straße hier. Jetzt machen wir einfach eine gerade. Zack. Machen da dran das sogenannte Weltraumradar.
Ja, freuen sie sich, ne? Warte, den Weg ein bisschen länger. So, den Weg bis dahin. Außer da stehen Palmen neben. Ist gut. Passt schon. So, Weltraumradar. Hui, das sieht aber geil aus. Weltraumradar ist am Start und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Straße mit der oberen da verbinden. Oh, das geht aber einigermaßen. Braucht man zwar ein sehr krasses Geländefahrzeug, aber ist gut. So ein krasses Geländefahrzeug ist gar nicht so weit hergeholt, glaube ich. Oder ein Helikopter, irgendwas, was da hochfährt. Ja, ist okay. Muss er noch ein bisschen dekorieren und dann kann man da hochfahren. Strom. Überlege ich gerade, ob er dieses Windrad. Der bringt sehr viel, wenn wir das hier hinstellen. Ne, ich glaube, das braucht ein separates. Oder aber wir legen jetzt hier eine kleine Stromleitung hoch. Und wahrscheinlich, genau, eine Wasserleitung. Okay, wir sind bereit für den Metroiden. Bitte nicht so krass in der Stadt. Bitte nicht meine Uni. Bitte nicht mein Industriegebiet. Okay, wir warten gespannt auf das Eintreffen des Asteroiden. Metroiden? Asteroid, ne? Was weiß ich. Meteoriden. Metroid Prime. Oh, da haben wir noch fett Glück gehabt, Alter. Ja, ist ein bisschen weit außerhalb, ne? Aber sieht fett aus, muss ich sagen. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Ah ja, wir haben Leute gar nicht in den Shelter gebracht. Aber ist okay, ist ja sehr weit am Rand. Deswegen, das ist eigentlich ganz gut, dass wir die, das Gefahrendings auf Maximum haben. Aber nicht mal, das wäre nicht auf Maximum. Da wäre hier komplett nichts los. Ja, das sieht toll aus. Ein bisschen viel, wenn ich ehrlich bin. Aber ein bisschen viel toll. Ja, genau, da kommt das Straßenfahrzeug an. Genau, das ist wichtig, dass die Straße hier oben so fett und geil ist. Ja, guck mal, voll die geile Aussichtsplattform. Also in echt würde ich hier auch eine Aussichtsplattform dran machen. Kann so runter in die Stadt gucken, den Aasee, der da hinten ist. Super schön. Super schöner Aasee. Und wir sehen auch gerade, dass wir hier massive Stauprobleme haben. Aber ist ja unser Hauptkreisverkehr, ne? Zweites, erstes. Fahren sie alle rüber. Hier geht es einigermaßen. Hier würde ich aber jetzt schon sagen, dass wir hier weiterbauen. Wir brauchen denn Wohngebiete, ganz fette. Boah, die Kreuzung ist aber echt geil, ne? Das sowas kann ich mir stundenlang angucken, wie die Kreuzung läuft. Glaube aber, solange hier keiner wohnt, passiert da sowieso nichts. Deswegen ist die eigentlich ganz gut. So, normale Straße. Am Start. Ihr könnt natürlich auch mal Fahrradwege und so einbauen. Ein bisschen mit den Wegen spielen vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, das hat eine Länge von 8. Oh, das ist aber schön. So, Länge von 8. Das hat eine Länge von, kann man nicht sagen. Von so viel. Hier unten eine Länge von 8. Und in die Richtung, dann nochmal in, warte, hier. Guck mal, unser Fahrzeug da, der macht die Straße echt schön gerade, toll. Cooler Typ, das Straßenfahrzeug. Ah ne, warte mal, wir haben jetzt nur die eine Ecke, ne? Und dann können wir jetzt so machen. Stimmt, wir haben noch eine Querstraße runter. 90 Grad, zack.
Warte. Ein bisschen komisch aus hier gerade. Aber kriegen wir hin. Ah ne, warte mal, hier oben muss ich hin. Dahin. Ja, ist nicht so sexy jetzt, aber ist gut. Wenn wir einen perfekten Kreis wollen, laden wir uns den runter, Alter. Okay, der sah blöd aus. Gebe ich zu. Aber wir kriegen ja echt relativ schnell Leute zusammen, ne? Aber wie ich schon mal erwähnt habe, liegt es auch daran, dass wir quasi so viele, ja, wie soll ich sagen, Landteile freigeschaltet haben. Dann verteilt sich die ganze Katastrophengeschichte halt massiv. So auf alles, was hier ist. Weil sonst wäre es natürlich viel mehr Impact hier in unserem... Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Indoors. Okay, gucken wir mal. Ja. Ich gucke jetzt einmal, wo das Ganze geschieht. Und dann gucken wir mal, wo wir die Leute hinschicken. So, okay, fängt an zu regnen. Ah, schon wieder so weit draußen, ne? A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. Alles klar, bis der Sturm vorbei ist. Oh, warte mal, hier müssen wir jetzt gucken, dass wir da einiges an Sachen rüber bekommen, ne? Einmal hier, sag ich mal, die... Die krassen Dinger hier, so. Da könnte ein Wohngebiet hin. Warte, bis hier. Wegen dem Radius von der Station. Und dann machen wir so. Ja, so ist doch cool. Glaube aber, dass die gar keinen Strom da haben, ne? Genau. Wasser haben die, Strom nicht. Man kann ja nicht alles haben, ne? Darf man nicht vergessen. So. Oh, ich sehe gerade, das ist ja cool geworden. Deswegen ist das so ungleich. Also von oben darf man da nicht gucken, Alter. Oh, lol. Krasse Überspannung passiert aber trotzdem, ne? Verfügbarer Strom. Ist auch gleich vorbei, glaube ich. Hatten wir nicht mal irgendwo einen Staudamm versucht zu bauen? Hier oben? Ah ja, da ist er ja immer noch. Einfach null. Wird auch gar nicht mehr an der Stelle. Warum? Wie doch einfach gar nichts freilässt, dieser Staudamm. So geil einfach. Machen wir mal hier ein bisschen absinken. Gelände glätten, einebnen. So. Vielleicht noch ein bisschen tiefer? Warum lässt der denn nichts raus? Oh. Sorry. War ein bisschen viel. So. Dann fahren wir nochmal in die Richtung so. Der muss ja irgendwo auch wieder abfließen, ne? Ich glaube, hier geht so. So. Ah. Okay, warte. Wir brauchen jetzt den Glätter. Glättereisen am Start. So. Dann sieht es doch wieder okay aus, ganz ehrlich. Aber trotzdem bringt dieser Staudamm mal so nix. Ich setze nochmal neu. Ui. Das ist ja geil.
Oh, warte mal, wenn wir das trotzdem schaffen? Boah, ich habe eine Idee. Ist zwar ein bisschen gebastelt jetzt, aber wir machen trotzdem mal ganz kurz Folgendes. Denn wir machen hier... Warte, hier glätten wir mal ein bisschen. Dann holen wir den Staudamm. Ich meine, es ist ja gut, dass es weit weg von unserer Mainstadt ist. Immer noch 16, Alter. Warum? Jetzt steht da Wasser benötigt. Ja, komm, mach einmal hier. Ja, schön. Gefälle zu... Hier haben wir doch einen. 304. So, dann ziehen wir den ein bisschen hoch. Jetzt ist unten bestimmt so ein Loch, wo das durchfließt. So. Nein, falscher Knopf. Ich wollte doch hier glätten, Alter. So, das ist schon mal schön. Und wir machen, weil es halt so schön ist, mache ich jetzt hier eine Wasserquelle rein und guck einfach mal, komm, der Meteorit machen wir mal zu, was hier passiert. Einfach eine coole Wasserquelle. Da die ist ein bisschen klein hier hinten, kann ich die bearbeiten. Nee, kann ich nicht. Ich kann aber die bearbeiten hier. Schade, ich kann da keine... Doch, kann ich wo... Ah, ich kann die wo bearbeiten. Oh, hui. Oh, oh, mach ich den Meeresspiegel hoch? Nicht, ne? Ah, ne, das zeigt mir nur in der Umgebung, was passiert hier, okay. So, los geht's. Ist natürlich auch gefährlich, wenn ich ehrlich bin, weil wenn hier ein Meteorit irgendwo reinschlägt, läuft das ganze Wasser da hier runter. Müssen wir mit leben. Und wir gucken einfach mal, was dieser Staudamm dann letztendlich schafft an Megawatt, Gigawatt, whatever. Also, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns wieder im nächsten Part von City Skylines Apocalypse City. Wo die ganze Apokalypse momentan immer daneben reinballert. Aber wir bleiben dran und gucken mal, was passiert. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss!